Können wir starten? So, dann darf ich alle wieder ganz herzlich willkommen heißen zu unserer Gemeindebibelschule in 2022. Schön, dass ihr alle gekommen seid. Schöner, herzlicher, freundlicher kann man ja eigentlich nicht zu einer Gemeindebibelschule eingeladen werden. Und es hat einen Grund. Das hat einen Grund, weil Jürgen und ich uns im Sommer verabredet haben, dass es ja eine Etappe mit Klaus gibt, eine Etappe mit Jochen und wir dann im neuen Jahr durchstarten. Aber als wir miteinander gesprochen hatten, habe ich noch so eine Idee gehabt, wo wir weitergraben könnten in unserer Gemeindebibelschule und dann ist aber aus dem Jürgen schon rausgesprudelt und er hat gemeint, Bruder, wir sollten die Lücke schließen zwischen den Briefen und der Offenbarung. Und dann war es wie schon öfters, dass er gesagt hat, ich bin eigentlich schon vorbereitet. Dann sage ich, ja halt, warte mal, wie geht denn das jetzt? Dann sagt er, die ersten drei Abende habe ich schon im Kasten. Oder war es vielleicht sogar noch mehr. Also das widerspiegelt jetzt diese freundliche Einladung, dass du natürlich schon lange in den Startlöchern warst. Und jetzt dürft ihr schon mal die Hand reinlegen bei Hebräer 1 und dann mache ich auch gleich Schluss. Beziehung Gott-Sohn. Gott redet und setzt ein und schafft. Gott redet und setzt ein und schafft. Und das ist schon wichtig, dass an der Stelle, von dieser Stelle aus hier Gott redet. Jürgen ist das Instrument. Jürgen ist der Bote, der Träger, der Botschafter. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass wir jetzt heute Abend hier weitermachen dürfen in diesem Kapitel. Danke, dass du Jürgen, dass du ihn gerufen hast und dass er sich rufen lässt in diesen Dienst hinein und dass er das über viele, viele Jahre schon so treu macht, diesen Dienst in unserer Gemeinde. Danke, Herr Jesus, dass du ihn mit allem, mit wirklich allem ausgestattet hast, was er benötigt. Dass er geistlich noch so uns weiterentwickeln kann, uns helfen kann, uns Hinweise geben kann, die er in deinem Wort schon als kostbaren Schatz gehoben hat und zum Verteiler wird des Schatzes. Danke, Herr Jesus, dass du es bist, der durch ihn spricht und dass du einsetzt und dass du schaffst, und dass dein gesprochenes Wort Wirkung zeigt. Darum möchten wir dich bitten, Wirkung in uns, Wirkung in unserer Gemeinde, dass aus Worten Taten werden und dass aus Gelerntem Heiligung wird. Danke, Herr Jesus, für das Privileg der Freiheit und danke, Herr Jesus, für alle, die jetzt auch zugeschaltet sind zu Hause oder die später hören. Segne das Sprechen, das Reden und das Hören. Amen. Danke, Ulrich. Danke, dass ihr gekommen seid, euch aufgemacht habt. Der Herr übertreffe eure Erwartungen. Ich möchte mit zwei Versen aus dem Hebräerbrief starten, die nicht in Kapitel 1 stehen. Der erste Vers ist Hebräer 13, Vers 14. Dort heißt es, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Und dann ein weiterer Vers aus Hebräer 11, Vers 16. Nämlich wie unzählige Gläubige vor uns, so sehnen auch wir uns nach einem besseren Vaterland, nämlich nach dem Himmlischen. Unser Herz sucht und begehrt eine bleibende Stadt. Das Zukünftige, es ist gut, wenn wir unser Herz darauf ausrichten. Und wir suchen ein besseres Vaterland. Gott hat uns etwas Besseres vorgesehen als das, was wir gegenwärtig in dieser Welt erfahren. Auch die Tatsache, dass die ganze Schöpfung darauf wartet, dass die Söhne Gottes offenbart
werden. In diesem Moment immer noch. Diese Tatsache kann uns nicht gleichgültig lassen. Das steht in Römer 8, Vers 19. Ich werde die Verse immer erwähnen, nicht um euch zu verwirren, sondern damit der, der es nacharbeiten möchte und die Verse auch nachlesen will, was ich jedem rate, dass er sie auch findet. Und wenn am Ende des biblischen Berichts der Geist und die Braut rufen, komm, Herr Jesus, dann erkennen wir, was für die Gemeinde Jesu von Wichtigkeit ist und was wirklich Bedeutung hat, nämlich die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Erinnert ihr euch, dass die beiden Engel, die, nachdem der Herr aufgehoben worden war und vor den Augen seiner Jünger weggenommen wurde, was sie gesagt haben? Die Bibel sagt, Apostelgeschichte 1, 10 bis 11, als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern. Und diese sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in Himmel aufgenommen wurde, jetzt kommt es, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt, gen Himmel fahren sehen. Habt ihr gewusst, dass als Jesus sichtbar von seinen Jüngern genommen wurde, schon von der Wiederkunft Jesu gesprochen wurde? Und auch Paulus schrieb in Philipper 3,20, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Und von dort erwarten wir den Heiland. Das ist es, was wir jeden Tag tun. Unser Bürgerrecht ist nicht in dieser Welt. Wir sind in der Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Hier ist nicht unser Herz. Unser Herz ist dort, wo wir wirklich hingehören und wo wir ewiglich sein werden. Nämlich bei unserem Heiland, dem Herrn Jesus Christus. Ihn erwarten wir. Ihr lieben Geschwister, wir warten darauf, dass er seine Herrschaft auf dieser Erde errichtet. Wir erwarten, dass er das Reich des Friedens und das Reich der Gerechtigkeit aufrichtet. Darauf warten wir. Und nicht nur wir, sondern die ganze Schöpfung. Wir warten auf den Tag, von dem Jesaja 11, Vers 9 schon sprach, nämlich an dem die Erde voll Erkenntnis des Herrn sein wird, wie Wasser das Meer bedeckt. Auf diesen Tag warten wir. Wir warten darauf, dass wir mit Christus zur Herrlichkeit erhoben werden. Römer 8, Vers 17. Wir warten darauf, dass wir mit Christus zur Herrlichkeit erhoben werden, aus dem Staub. Zur Herrlichkeit. Und ihr lieben Geschwister, als ich erkannte, dass der Autor des Hebräerbriefs diese Wahrheiten vor Augen hatte, als er seinen Adressaten schrieb, da fing ich an, diesen Brief zu studieren. An einem anderen Tag, es war eigentlich kein Tag, es war wie oft nach Mitternacht, sprach der Herr zu mir und er sagte, lass dein Brot über das Wasser fahren. Das steht in Prediger 11, 1 bis 6. Verteile es unter 7 oder unter 8. Ich bin sehr froh, dass heute Abend sogar mehr gekommen sind. Und ich hoffe, dass ihr auch weiterhin kommen werdet. Verteile es unter 7 oder unter 8. Dann, du weißt nicht, was für ein Unglück auf Erden kommen wird. Niemand von uns weiß, was morgen sein wird. Heute Gottes Sprechen zu empfangen, mag für morgen entscheidend und wichtig sein. Der Herr sagte, schau nicht auf die Umstände, denn wer auf den Wind achtet, der sät nicht. Und wer auf die Wolken sieht, der erntet nicht. Er sagte, egal wie die Umstände sind, schickt das Brot hinaus. Und wieder heißt es,
du weißt nicht, nämlich gleich wie du nicht weißt, welchen Weg der Wind nimmt. Der Wind ist der Odem Gottes, es ist der Heilige Geist. Und wie die Gebeine im Mutterleib bereitet werden, was Gott im Verborgenen tut, durch sein Sprechen, niemand kann es wissen. So kannst du auch nicht Gottes Tun wissen, der alles wirkt. Am Morgen sähe deinen Samen und lass deine Hand bis zum Abend, ja, bis jetzt, es ist Abend, nicht ruhen. Denn du weißt nicht, und schon wieder heißt es, du weißt nicht, was geraten wird. Ob dies oder das, oder, und darauf hoffen wir, beides miteinander gut gerät. Der Herr sagte, sät den kostbaren Samen aus. Und jetzt viermal, du weißt nicht. Erstens, du weißt nicht, was morgen passiert. Zweitens, du weißt nicht, welchen Weg mein Wort nehmen wird. Drittens, du weißt nicht, was ich im Verborgenen tun werde. Und viertens, du weißt nicht, was geraten wird. Glaube nur, dass du finden wirst, was du ausgeteilt hast, egal wie lange du darauf wartest. Lass dein Brot über das Wasser fahren, denn du wirst es finden nach langer Zeit. Herr Jesus, ich vertraue dir, dass du dieses Wort zum Brot machst für Menschen, dass es ihnen zur Speise wird und dass es ausrichtet, wozu du es sendest. Amen. Nun zum ersten Vers im Hebräerbrief. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet, durch oder wie Elberfelder Übersetzung übersetzt, in dem Sohn. Der Brief an die Hebräer ist einzigartig. Er beginnt nicht auf der Erde. Hier ist nicht ein Schreiber, der sich vorstellt. Hier sind keine Adressaten, die genannt sind. Es gibt keinen Ort, den wir erkennen können, wo dieser Brief geschrieben wurde. Wir wissen nicht, wann. Wir wissen nur, dass er sagt, dass die Lehrer schon gegangen sind. Also, es muss eine Zeit gewesen sein nach 64, nach 65. Es war schon eine Zeit der Verfolgung. Deshalb sagen wir, dieser Brief entstand zwischen den Briefen der Apostel und zwischen der Offenbarung des Johannes, die er sehr wahrscheinlich im hohen Alter mit 90 auf der Insel Patmos bekam. Der Brief an die Hebräer beginnt im Himmel, nicht auf der Erde. Der Erste, der sich vorstellt, ist Gott. In unseren Übersetzungen heißt es, nachdem Gott. Gott steht hier als zweites Wort. In der King James Übersetzung heißt es, Gott. Dort fängt dieser Brief direkt im Himmel an bei Gott. Hier stellt sich kein Mensch vor. Hier redet nicht ein Mensch und gibt uns Worte, die er für gut findet. Hier redet der lebendige Gott zu uns. Er selbst stellt sich uns vor und er lässt uns wissen, dass er mit uns redet. Und wenn unser Gott mit uns reden will, dann sollten wir unsere Ohren auf ihn richten. Er, ihr Lieben, das wisst ihr alle, ist die Quelle unseres Lebens. Wenn er zu uns spricht, fließt lebendiges Wasser zu uns hin. Sein Wort sagt, Psalm 36, Vers 10, in deinem Licht sehen wir das Licht. Nachdem Gott gesprochen hatte, war das Erste, was kam, Licht. Und wenn Gott redet, kommt Licht hervor. Wenn er zu uns spricht, fühlen wir uns ins Licht gehoben. Finsternis muss weichen. Die Dinge werden klar. In seinem Licht sehen wir das Licht. Wer Gott wirklich als Licht kennenlernen will, muss hineintreten in das Licht. Und das geschieht, wenn Gott redet. Nur er ist es, der uns erschaffen hat. Wir sind nicht Produkte des Zufalls oder wie in der heutigen Zeit gesagt wird, das Universum hat uns hervorgebracht. Welch ein Unsinn! Wir
sind gewollt. Gott hat gewollt, dass wir sind. Er hat uns geschaffen. Er ist die Quelle unseres Lebens. Er ist es, der uns liebt und der uns immer geliebt hat. Er hat uns schon geliebt, als wir noch nicht da waren. Ich habe dich je und je geliebt und darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Ihr lieben Heiligen, wenn Gott zu uns redet, dann um uns an sein Herz zu ziehen, um uns zu sich zu ziehen. Er redet, damit wir bei ihm sein können. Das war Jeremia 31, Vers 3. Er ist der, der uns gesehen hat, ehe wir im Mutterleib gebildet wurden. Und ehe noch ein einziger Tag unseres Lebens war, diese unfassbare Wahrheit hatte David erkannt und er sagte im Psalm 139, Vers 16, deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und hör, alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Als es keinen Tag deines Lebens gab, hatte Gott alle Tage deines Lebens schon in sein Buch geschrieben. So kostbar und wichtig warst du ihm und bist du ihm. Er war es, der unsere Erlösung geplant hat. Er war es, der seinen Sohn gesandt hat, um uns aus der Hand aller unserer Feinde zu erretten, aus allen Banden, in denen wir gefangen waren. Er war es, der uns gesucht hat. Er war es, der uns bei unserem Namen gerufen hat. Und er tat es, als wir noch seine Feinde waren. Er war es, der versprach, uns einen neuen Geist und ein neues Herz zu geben. Er war es. Unser Gott, ihr lieben Geschwister, und das hat Paulus in Athen verkündigt, Apostelgeschichte 17, Vers 27, er ist ein Gott, der nicht ferne ist. Und zwar nicht fern von einem jeden unter uns. Und er will, dass wir ihn suchen, fühlen und finden. Halleluja. So wie er Abraham aus Ur in Chaldäa herausgerufen hat, herausgezogen. Abraham sah die Herrlichkeit Gottes und sie zog ihn aus seinem alten Leben heraus. So hat er auch uns aus unserem alten Leben herausgerufen. Wohin? Zu sich selbst. Aus lauter Liebe. Ihr Lieben, es gibt viele Toren, die sagen, es ist kein Gott. Psalm 14, Vers 1. Wir wissen, dass ein Gott ist und dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Hebräer 11, Vers 6. Amen. Wir glauben nicht nur, dass ein Gott ist. Wir glauben, dass er sich uns offenbart hat. Ihr Lieben, nicht nur die Himmel rühmen die Ehre Gottes. Nicht nur die ganze Schöpfung verkündet seine Herrlichkeit. Unser Gott hat gesprochen. Er hat gesprochen vielfach und auf vielerlei Weise. Er sprach Worte, die wir verstehen. Was wäre geschehen, wenn unser Gott geschwiegen hätte? Hat er nicht auch Adam und seine Frau gesucht und sofort angesprochen, nachdem sie sich von ihm entfernt hatten? Gott schwieg nicht, er sprach. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Und das fragt uns der Herr den ganzen Tag. Mögen wir immer an seiner Brust erfunden werden. Wo bist du? Komm wieder zu mir. Wie hätten Himmel und Erde ins Dasein kommen können, wenn unser Gott nicht gesprochen hätte? Durch den Glauben, sagt Hebräer 11, Vers 3, erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist und jetzt, sodass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Kein Mensch
auf der ganzen Welt, in allen Zeiten, konnte aus nichts etwas machen. Unser Gott hat alles, was man sieht, aus nichts gemacht, durch sein Sprechen. Er redet und es steht da. Er gebietet und es geschieht. Er teilt sich uns mit. Er offenbart sich uns. Unser Gott spricht in unser Leben hinein. Wie bei den Emmaus-Jüngern. Du weißt nicht, woher und wie. Plötzlich gesellt er sich dir hinzu. Und er spricht zu dir. Im Auto, in der Küche, beim Einkaufen. Egal, wo du bist. Unser Gott redet. Er erklärt sich uns. Er lädt uns ein. Er bietet an. Wer da will, der komme und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Noch im letzten Kapitel der Bibel bietet Gott an, lebendiges Wasser, umsonst. Er ermutigt uns. Er tröstet uns. Weißt du, dass er alle unsere Tränen gezählt hat? Er warnt uns. Unser Gott hat nie aufgehört, zu uns zu sprechen. 21 Jahre lang habe ich nicht gewusst, dass Gott mit mir redet und dass er mit mir reden will, bis ich an einem Abend seine Stimme hörte. Durch alle Zeitalter hindurch erschallte seine Einladung. Jesaja 45, Vers 22. Wendet euch zu mir. Wendet euch zu mir. Eine kleine Wendung deines Herzens. Das ist Buße. Buße ist eine Wendung deines Herzens hin zu dem, der dein Leben sein will. So werdet ihr gerettet. Aller Welt enden. Denn ich bin Gott und sonst keiner. Ja, richtig. Durch diesen Vers wurde Spurgeon gerettet. Ein Wort genügt und ein Leben wird verändert. Doch nicht immer fanden Gottes Worte Gehör, nicht immer. Bis zum heutigen Tag haben wir alle unter dem Ungehorsam Adams zu leiden, bis heute, du und ich. Auch Kain wollte die mahnenden Worte Gottes nicht zu Herzen nehmen. Gott sagte, die Sünde lauert vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen. Du aber herrsche über sie. 1. Mose 4, Vers 7. Auch heute sagt unser Gott, hört ihr Himmel und Erde. Nimm zu Ohren, denn der Herr redet. Und er sagt mit Schmerz, ich habe Kinder großgezogen und hochgebracht und sie sind von mir abgefallen. Jesaja 1, Vers 2. Und nicht genug damit, Propheten, die Gott zu den Seinen sandte, wurden verhöhnt. Sie wurden geschlagen und viele von ihnen getötet. Denken wir nur an den jungen Propheten, 1. Könige 11, den Gott zu Jerobeam gesandt hatte. Am Ende lag er tot auf der Straße, weil ein anderer Prophet, der das Sprechen des Herrn nicht mehr hörte, weil er so kompromissvoll gelebt hatte. Diesen jungen Propheten belogen hatte. Auch Elia musste um sein Leben fürchten. Und von Jeremia wird berichtet, Jeremia 37, 15 bis 16 und 38, Vers 6. Und die Oberen wurden zornig über Jeremia und ließen ihn schlagen und warfen ihn ins Gefängnis. Da nahmen sie Jeremia und warfen ihn in die Zisterne Malkias und ließen ihn an Seilen hinab. In der Zisterne aber war kein Wasser, sondern Schlamm, und Jeremia sank in den Schlamm. Dem Propheten Micha schlug man auf die Backe und warf ihn ins Gefängnis, weil er des Herrn Wort treu verkündet hatte. 1. Könige 22.
Und Stephanus hat bestätigt, dass viele Propheten, die Gott gesandt hatte, getötet worden waren. Denn man als man ihn vor den Hohen Rat führte, sagte er, welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben getötet, die zuvor verkündigten, das Kommen des Gerechten, dessen Verräter und Mörder ihr nun geworden seid. Apostelgeschichte 7, 52. Ihr lieben Geschwister, noch einmal zu unserem leitenden Vers heute Abend. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Was hat unser Gott gesprochen? Er hat uns Gutes verheißen. Weißt du, dass Gott uns gar keinen Stein geben kann? Er kann uns nur Brot geben. Er ist nicht fähig, uns einen Skorpion zu geben. Er lädt uns ein. Und er lässt uns wissen, was gut für uns ist. Und auch, was uns schadet. Viele Erfahrungen, die Salomon in seinem Leben gemacht hatte, ließen ihn zu dem Schluss kommen, hören. Was geschehen ist, eben das wird hernach sein. Was man getan hat, eben das tut man hernach wieder. Das klingt nach einem unglaublich langweiligen Leben. Ist das das Fazit deines Lebens, dass du sagst, alles wiederholt sich, jeden Tag dieselbe Mühle? Was geschehen ist, eben das wird hernach sein. Was man getan hat, eben das tut man hernach wieder. Und es geschieht nichts Neues unter der Sonne. Jetzt geschieht etwas, von dem man sagen kann, sieh, das ist neu. Prediger 1, 9 bis 10. Jawohl, Salomo, jetzt hörst du mal zu. Es geschieht vieles, was neu ist. Im Reich der Menschen mag es so sein. Doch nicht im Reich Gottes und Christi. Unter der Sonne, hier auf dieser Erde, mag alles laufen wie immer. Mögen sich die Dinge tausendfach wiederholen. Aber über der Sonne, im Himmlischen, geschieht ständig Neues. Dort werden Menschen von Tag zu Tag erneuert. Dort spricht ein lebendiger Gott. Gedenke nicht an das Frühere. Und achte nicht auf das Vorige. Ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Das steht in Jesaja 43, 18 bis 19. Dort über der Sonne, im Himmlischen, wo unser Bürgerrecht ist, wo wir mit Christus sitzen, dort gibt es nichts Altes. Unter der Sonne mag alles alt sein. Über der Sonne ist alles neu. Dort gibt es überhaupt nichts Altes. Wo unter der Sonne werden Wege in der Wüste gebahnt? Wo unter der Sonne kann man Wasserströme in der Einöde finden? Wo unter der Sonne wird uns eine Möglichkeit geboten, Früheres hinter uns zu lassen und Voriges zu vergessen? Wer kann unter der Sonne Voriges vergessen? Wie lässt unser Gott Neues aufwachsen? Durch sein lebendiges Sprechen. So wie Gott einst gesprochen hat, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, so hat er auch in unsere Herzen hineingesprochen. Und dieses sein Sprechen in unser Herz hinein hat in unser Herz Licht gebracht, ein Licht angezündet, das nun die Herrlichkeit Jesu Christi erstrahlen lässt. Ihr Lieben, das ist etwas, wo sich mein Verstand weigert, das zu erfassen. Dass dieselbe Herrlichkeit, die im Angesicht Jesu Christi leuchtet,
in mein Herz hinein geboren wurde und aus mir, aus uns herausstrahlen soll. Und wenn nicht heute in derselben Klarheit, eines Tages wird es so sein. Unser Gott redet, weil er will, dass wir seine Gedanken verstehen. Er will, dass wir seine Absichten erkennen. Er will, dass das Ziel, zu dem er uns führen will, klar vor uns liegt. Und er will uns auch den Weg zeigen zu diesem Ziel. Deshalb sagt die Schrift, er hat seine Wege Mose wissen lassen. Die Kinder Israel sein tun. Psalm 103, Vers 7. Und auch Paulus schrieb, Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hat, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre. Epheser 1, 9. Weißt du, dass Gott dich seine Wege lehren will? Er will, dass wir klug werden, dass wir Weisheit erlangen und dass wir erkennen, wie sehr er, unser Vater, uns lieb hat. Er will offenbaren, was sein Wille ist für unser Leben und überhaupt für alles, was er tut, will er uns Wissen schenken. Wir sollen wissen, was er für uns getan hat. Und wir sollen wissen, wie er den Schaden, den die Sünde in unserem Leben angerichtet hat, wie er diesen Schaden heilt. Das sollen wir wissen. Und dazu redet er mit uns. Alles, was Gott für wichtig erachtet hat, alles, was Gott für wichtig erachtet hat, das hat er uns gesagt. Er sprach noch bevor der Mensch geschaffen wurde. Er redete, bevor der Mensch sich von ihm abwandte. Er redete danach und gab ihm eine Verheißung. Er sprach zur Schlange und verfluchte sie. Er sprach zu Kain und warnte ihn. Er redete mit Henoch. Weißt du, wie viele Jahre er mit Henoch redete? Henoch wandelte 300 Jahre mit Gott. Als ich das las, dachte ich, Herr, das kann nicht sein. War das nicht langweilig für dich, mit einem einzigen Mann 300 Jahre zu wandeln? Was hast du ihm denn dann noch sagen können? So kostbar ist Gott, ist seine Gemeinschaft, die er uns schenken will. Höre, Gott könnte mit dir 300 Jahre wandeln und nichts, was er dir sagen würde, würde alt werden. Er sprach zu Noah, bevor er die Arche baute und die Erde richtete. Er redete mit Abraham und er verhieß ihm, dass er ihn zum Segen für alle Völker setzen würde. Hat Gott sein Wort gehalten? Amen, das hat er. Der Herr, unser Gott, redete mit Sarah. Sarah, du hast gelacht. Nö, ganz bestimmt nicht. Sarah, du hast gelacht. Er redete mit Hagar. Er redete mit Rebekka. Er redete mit Jakob. Und er redete sogar im Traum mit Laban, dem Onkel Jakobs, der ihn 20 Jahre lang betrogen hatte. Und immer wieder lesen wir, und der Herr sprach. Gott sprach im Dornbusch zu Mose, er redete mit Josua, er sprach zur Zeit der Richter, er redete zu Samuel, als sein Sprechen selten geworden war. Ich lese 1. Samuel 3, Vers 1. Und zu der Zeit, als der Knabe Samuel dem Herrn diente unter Eli, war des Herrn Wort selten. Ihr lieben Geschwister, eine größere Tragödie kann es für unser Leben nicht geben, wenn wir uns innerlich vom Herrn abwenden und sein Sprechen zu uns nicht erreicht oder nur selten. Und es gab kaum noch Offenbarung. Und mitten in der Nacht rief der Herr den Samuel und offenbarte sich ihm. Ich kann euch nicht die Nächte sagen, in denen der Herr geredet hat.
Und dann rannte ich aus meinem Bett und suchte Zettel und schrieb 4, 5 Zettel vorne und hinten voll. Und dann legte ich mich wieder hin und bat: Herr, lass mich jetzt schlafen. Wenn Gott redet, dann sollten wir hören, ihr lieben Geschwister. Sein Reden ist so kostbar. Der Herr erwählte Samuel, seinem Wort, seine Worte mitzuteilen. Und der Herr erschien wieder weiter zu Silo, denn der Herr offenbarte sich Samuel zu Silo durch sein Wort. Und Samuels Wort erging an ganz Israel. Gott redete zu David. Er erschien Salomon und ließ ihn seine Worte hören. Er redete zu Elia, denn wir lesen, das Wort des Herrn kam zu Elia. 1. Könige 17, 2 und 8. Und auch zu Elisa sprach der Herr, sodass er sagen konnte, so spricht der Herr. Gott hat geredet, oft, vielfach, unmissverständlich und klar. Immer hieß es, o Land, 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 höre des Herrn Wort. Jeremia 22, 29. Hast du gewusst, dass Gott sogar zu Menschen im Schlaf geredet hat oder redet, auch heute noch? In Hiob 33, 14 bis 19 heißt es, auf eine Weise redet Gott und auf eine zweite. Nur achtet man's nicht, im Traum, im Nachtgesicht. Wenn der Schlaf auf die Menschen fällt, wenn sie schlafen auf dem Bett, da öffnet er das Ohr der Menschen und schreckt sie auf und warnt sie. Wie kostbar, wenn Gott Menschen warnt. Damit er den Menschen von seinem Vorhaben abwende und von ihm die Hoffart oder den Hochmut tilge und bewahre seine Seele vor dem Verderben und sein Leben vor des Todes Geschoss oder damit er nicht in den Spieß rennt. Auch warnt er ihn durch Schmerzen auf seinem Bett und durch heftigen Kampf in seinen Gliedern. Ihr Lieben, noch bevor Josef von seinen Brüdern verkauft wurde in die Fremde, hatte Gott ihn im Traum sehen lassen, dass seine Brüder eines Tages kommen würden, um sich vor ihm zu verneigen. 1. Mose 37, 5 bis 11. Vielleicht war es das, was Josef innerlich stark machte. Er wusste, es wird eine andere Zeit geben. Später zeigte Gott dem obersten Mundschenk und dem obersten Bäcker des Pharao im Traum ihre Zukunft, noch während sie im Gefängnis saßen. Und dann sagt die Bibel, 2 Jahre danach redete Gott auch zum Pharao im Traum. Und er zeigte ihm, was weltweit geschehen würde. 1. Mose 41, 1 bis 8. Ich hoffe, ihr werdet nicht müde, wenn ich erzähle, wie oft und wie auf welche Weise unser Gott geredet hat. Daniel wurde im Schlaf sogar offenbart, was Nebukadnezar geträumt hatte und was ihm Gott dadurch zeigen wollte. Daniel 2, 1 bis 3 und 19. Unser Gott hat geredet auf vielerlei Weise. Ihr lieben Geschwister, die Bibel ist ausnahmslos sein Wort. Unser Gott hat es den Propheten nicht überlassen, seinen Willen mit ihren eigenen Worten kundzutun. Er ließ sie nicht hören. Er ließ sie nicht einen inneren Eindruck wiedergeben. Die Bibel lehrt uns, dass kein Wort eine Sache menschlicher Auslegung war, sondern dass Gott jedem, der in seinem Namen geredet hat, seine Worte in den Mund gelegt hat. Jeremia 1, Vers 9. Jeremia bezeugte, und der Herr streckte seine Hand aus, rührte meinen Mund an und sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Das ist Gottes Wort. So ist die Bibel entstanden.
Jeremia 1, Vers 9. Höre, auch Johannes, der Jünger Jesu, hat sich nicht Jahre später hingesetzt und hat überlegt, wie war das nochmal? Was hat der Herr, dieses Gebet war doch so beeindruckend, was hat er da nur gebetet? Mensch, hätte ich doch nur mitgeschrieben. Ihr Lieben, wie ist es möglich? Wie hätte er aus dem Gedächtnis wiedergeben können, was er vor Jahren gehört hatte? Er schrieb auf, was Gott durch ihn sagte. Deshalb können wir mit voller Gewissheit sagen, alle Schrift ist von Gott eingegeben. 2. Timotheus 3, Vers 16. Und 2. Petrus 1, 21. Es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern jetzt, getrieben oder geleitet vom Heiligen Geist, haben Menschen im Namen Gottes geredet. Es war Gottes Geist, der sie trieb, das auszusprechen, was sie ausgesprochen haben. Auch der Apostel Paulus gab seinen Briefen nicht sein eigenes Gepräge, obwohl es einige so deuten möchten. Er setzte nicht seine eigenen Schwerpunkte. Es war einzig Gottes Wirken, das ihn befähigt hatte, das zu sagen, was Gott durch ihn sagen wollte. Es ist richtig, dass Gott zwar den Wortschatz und das Verständnis derer gebrauchte, durch die er redete, doch immer waren es seine Worte, die sie aussprachen. Deshalb, ihr lieben Geschwister, finden sich in 66 Büchern der Bibel, befinden sich dort keine Irrtümer. Wirst du dort keinen Widerspruch finden. Und wenn du meinst, es gäbe einen Widerspruch, dann sage ich dir, der Widerspruch ist in deinem Kopf, nicht in Gottes Wort. Das Wunder der Bibel ist, dass wir ein Buch in Händen halten, das einzigartig ist, obwohl es von 40 Menschen geschrieben wurde, die zu verschiedenen Zeiten lebten. Und höre, die Botschaft, die uns darin übermittelt wird, die Wahrheit, die Verheißungen, die Prophetien, die uns durch dieses Buch erreichen, stellen eine vollkommene Einheit dar, die nur deshalb zu erreichen war, weil dieses Buch, Amen, nur einen Verfasser hat, Gott selbst. Gott schrieb über Satan, er schrieb über die Sünde, er schrieb über Erlösung. Er schrieb über Vergangenes, Gegenwärtiges und Zukünftiges. Wer in der ganzen Welt ist fähig zu sagen und zu beschreiben, was morgen sein wird? Unser Gott hat uns auch die Zukunft wissen lassen. Er schrieb an Juden und an alle Nationen. Er schrieb an die Gemeinde Jesu Christi. Unser Gott ließ Worte des Trostes schreiben, der Warnung, der Lehre, des Gerichts. Gott ließ in Bücher schreiben, denn zu Mose sagte er, hört, 2. Mose 17, 14, schreibe das zum Gedächtnis in ein Buch. Und zu Johannes sagte der Herr, was du siehst, das schreibe in ein Buch. Sende es an die 7 Gemeinden, schreibe, was du gesehen hast und was ist und was geschehen soll danach. Das ist übrigens der Schlüsselvers der Offenbarung, des Buches der Offenbarung. Schreibe, was du gesehen hast. Was ist, was geschehen soll, danach. Amen. Auch im Himmel wird geschrieben. Hast du gewusst? Im Himmel wird geschrieben. Erstaunlich. Halleluja. David hatte erkannt, deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Alle Tage waren, jetzt höre, auf dein Buch geschrieben. Halleluja. Gott schreibt in ein Buch, die noch werden sollten, von denen keiner da war. Und zu Malachi, zu seiner Zeit, gab es Israeliten, die sagten, es ist umsonst, dass man Gott dient. Und was nützt es, dass wir seine Gebote halten und in Buße einhergehen vor dem Herrn Zebaoth?
Darum preisen wir die Verächter, denn die Gottlosen gedeihen und die Gottversuchen bleiben bewahrt. Jetzt. Aber die Gottesfürchtigen trösten sich untereinander. Womit trösten sie sich? Höre, der Herr merkt und hört es. Und es wird vor ihm ein Gedenkbuch geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und an seinen Namen gedenken. Malachi 3, 14 bis 16. Gott hat alles notiert, was die Gottesfürchtigen getan haben. Halleluja. Auch unser Herr Jesus hat offenbart, dass im Himmel geschrieben wird. Er sagte nämlich, freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Lukas 10, 20. Auch am Tag des letzten Gerichts werden Bücher aufgetan. Wir lesen, und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron. Und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch wurde aufgetan. Welches ist das Buch des Lebens? Und die Toten werden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Alles, was getan worden ist, ist geschrieben. Wenn jemand gerichtet wird, wird er gerichtet, gerecht, nach dem, was geschrieben steht, über sein Leben. Unfassbar. In jedem Wort, das Gott schrieb, war und ist sein Odem enthalten. Der Odem des Lebens, das macht den Unterschied zwischen Gottes Wort und Menschenwort. Du berührst den Odem Gottes in diesem Wort. Hier ist der Hauch. Gott hat sich in sein Wort hineingeatmet. Und wer dieses Wort zu Herzen nimmt, empfängt Gottes Atem, Gottes Lebensatem. Weißt du, dass Gott auch jetzt schreibt, genau in diesem Moment? Er schreibt in fleischerne Tafeln des Herzens. 2. Korinther 3, 3 ist doch offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, durch unseren Dienst zubereitet, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln, nämlich eure Herzen. 2. Korinther 3, 3. Unser Gott schreibt, er schreibt sich, seine Wesensart, seine Natur, seine herzliche Liebe, seinen Frieden, alles, was er ist, was der Vater ist, der Sohn, was der Geist ist, all das schreibt er in unser Herz hinein, damit Christus in uns zu lesen ist. Es ist gut zu sagen, Herr, Amen. Schreibe. Herr, schreibe. Schreibe dich in mein Herz hinein. Wenn Gott zu uns spricht, ihr lieben Geschwister, dann nicht nur, um uns wichtige Erkenntnisse zu geben. Gottes Sprechen ist ein Wasserbad. Weißt du, was Jesus sagte in Johannes 13, als er seinen Jüngern die Füße wusch? Was ich jetzt tue, verstehst du nicht. Das heißt, das, was er tat, hatte eine tiefere Bedeutung. Ihr seid schon rein durch das Wort, das ich zu euch geredet habe. Wenn der Herr zu dir redet, reinigt er deine Füße. Und das ist wichtig, damit du Anteil an ihm haben kannst. Oh, Herr Jesus, lies doch nicht einfach nur die Bibel. Wenn du liest, sitzt jemand neben dir. Schau ihn ab und zu an und sag, Herr Jesus, ich danke dir. Wirke das in mir. Reinige mich. Jawohl, Herr Jesus, schaffe dieses Begehren auch in meinem Herzen. Ich danke dir, Herr, für deine Warnung. Ich danke dir, Herr, ich kann es nicht fassen, aber ich sage Amen. Rede mit ihm. Lies nicht nur, lies und rede mit ihm. Er redet mit dir, rede du mit ihm. Gottes Sprechen ist Brot des Lebens. Denn unser Herr Jesus hat gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Wie sehr brauchen wir
das Brot des Lebens, im Sprechen Gottes. Auch der Psalmist sagte, alle Augen warten auf dich und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Wie wäre es, wenn du, bevor du eine Predigt hörst, einfach mal sagen würdest, Herr, ich will nicht nur Wissen und Erkenntnis sammeln. Lass diese Predigt für mich zur Speise werden. Nähre mich. Ernähre mich gottgemäß. Alle Augen warten auf dich und du gibst ihnen Speise zur rechten Zeit. Herr, du weißt, was ich jetzt brauche. Jetzt ist die Zeit, wo ich diese Speise brauche, die du mir geben kannst. Gib mir die Speise, die ich jetzt brauche für diese Lebenssituation. Ich vertraue dir, Herr. Und ihr lieben Geschwister, wenn Gott zu uns geredet hat, dann halte dieses Wort fest und es wird dir zum Leben werden. Damit möchte ich schließen. Was Mose einst den Israeliten sagte, das gilt auch heute für uns. Nehmt zu Herzen alle Worte, die ich euch heute bezeuge. Es ist nicht ein leeres Wort an euch, sondern es ist euer Leben. Und durch dieses Wort werdet ihr lange leben in dem Land, in das ihr zieht, um es einzunehmen. 5. Mose 32, 46 bis 47. Ihr lieben Geschwister, mit diesem Satz möchte ich enden. Wer in Christus bleiben will, wer durch Christus leben will, der achte auf sein Wort. Denn seine Worte sind Geist und Leben. Und keine seiner Worte wird leer zurückkommen. Es wird ausrichten, wozu er es gesandt hat. Amen. Herr Jesus, wir danken dir für diese kostbare Stunde, für diesen Tag, den Abend, den du bereitet hast. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Du hast ihn gewollt, du hast ihn geplant. Herr Jesus, ich will sogar sagen, du bist heute noch nicht zurückgekommen, damit wir dieses Wort noch einmal hören können. Warum sollen wir es nicht so sehen können? Herr, wir danken dir. Herr, was du tust, was du redest, wir danken dir. Wir öffnen dir unser Herz. Herr Jesus, niemand von uns kann das Herz eines anderen verändern, aber du kannst es. Herr, ich danke dir. Dein veränderndes Wort wird ausrichten, wozu du es sprichst. Vater, verherrliche deinen Sohn in unseren Herzen. Und Herr, schaffe, dass dein Reden klar und unmissverständlich bleibt in unserem Leben. Lass es Licht sein, Licht auf unserem Weg. Lass es uns das Ziel vor Augen erleuchtet, hell und klar, dass wir nicht stolpern. Herr, lass dein Wort für uns Motor sein, Antrieb, damit wir nicht müde werden und zurückbleiben. Herr, wir warten auf dein Wort. Amen.